Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video, und zwar reagieren wir heute auf 5 YouTuber, heftige YouTuber-Skandal. Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier auf diesem Kanal, und zwar reagieren wir heute auf 5 heftige YouTuber-Skandale. Ich bin sehr gespannt, was da alles so dabei ist. Abonniert gerne unseren Channel kostenlos, sagt gerne nämlich nochmal da für mehr Formel 1, aber auch gerne für mehr Reactions. Schaut auch gerne unbedingt auf IT-Gaming auf Instagram vorbei oder auch gerne auf EZ-Tobi auf TikTok. Links wie immer alle unten in der Bio und wir starten direkt los. Erst vor wenigen Tagen ging es wie ein Aufschrei durch Deutschland. Was? Jan Böhmermann enthüllte, dass der YouTuber Finn Kliman über Jahre hinweg in Betrügereien und fragwürdige Machenschaften verwickelt war und zerstörte mit nur einer Sendung dessen Image als menschenliebender Freigeist. Okay. Ein Skandal, der ganz Deutschland erschütterte. Das habe ich nicht mitbekommen. Dies wollen wir zum Anlass nehmen, um in diesem Video 5 der schockierendsten und erschütterndsten YouTuber-Skandale zu beleuchten, die Deutschland erlebt hat. Mit dabei sind berühmte Ist es das mit den Hunden und so? Gefeierte YouTuber, die ihr wahres Ich enthüllten, und auch einige Skandale, ich bin sehr gespannt. YouTuber selber ziemlich dumm dastanden. Es wird also sehr spannend. Perfekt. Deshalb bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Beginnen wir direkt mit einem Skandal, der einen YouTuber betrifft, der eigentlich vor allem für eine Sache bekannt ist, und zwar völlige Neutralität. Es geht um Mirko Drotschmann, aka Mr. Wissen to go. Obwohl Mr. Wissen to go eigentlich fast nie seine eigene Meinung in seine Videos über Nachrichtenthemen, wie etwa den Ukraine-Konflikt oder die Bundestagswahl mit... Das ist auch cool so. Also das ist auch... ...nur Fakten möglichst verständlich erklärt. Das ist auch für mich fast schon Journalismus, was der macht. Das ist echt sehr, sehr simpel, sehr einfach, aber doch sehr perfekt. Wirklich, also nahezu perfekt. So gibt es auch das Format Mirkos Meinung, bei der Drotschmann selber seine Positionen zu gewissen Themen erklärt. Als er dann 2017 ein Meinungsvideo zum Thema Abtreibung machte, sorgte der YouTuber allerdings für einen riesigen Aufschrei. Denn tatsächlich erklärte er, dass für ihn Abtreibung nicht nur klar Mord sei, sondern nutzte dabei auch Rhetorik, die sonst nur von amerikanischen Fundamentalisten genutzt wird. Das schrieb zumindest die Zeitung. Der Zeitung übertreibt eigentlich gern immer. Video. In dem Artikel wurde auch ein alter Tweet von Mr. Wissen to go gezeigt, in dem er behauptete, dass Mordmerkmale wie Grausamkeit oder Heimtücke bei einer Abtreibung zutreffen würden. Und da habe ich mir gedacht, ich suche mir mal einen Bereich raus, bei dem ich vollkommen einer Meinung bin mit Donald Trump. Donald Trump ist nämlich ein erklärter Abtreibungsgegner. Jeder würde hohe Strafen fordern, wenn eine Mutter absichtlich ihr Kind mit voller Wucht vom Wickeltisch schmeißt, sodass es stirbt. Und für mich ist da eigentlich kein großer Unterschied, ob man das macht, wenn das Kind schon aus dem Bauch draußen ist oder wenn es noch im Bauch ist, egal in welchem Stadium. Auch wenn das nur die persönliche Meinung des YouTubers war, so erntete er einige Kritik und erhielt sogar Drohmails. Das Ganze ging so weit, dass Drotschmann das Video nicht nur privat stellen ließ, sondern auch ein Antwortvideo veröffentlichte. Überraschenderweise erklärte Mr. Wissen to go dann in diesem Video, dass eigentlich alles nur ein soziales Experiment war und er seine Meinung ganz bewusst überspitzt dargestellt hatte. Eigentlich sei er nicht genau derselben Meinung wie amerikanische Erzkonservative und wollte nur gucken, wie sein Publikum das ist halt jetzt eine Sache. Jedoch einige Zuschauer hatten, dass es sich wirklich nur um ein Experiment handelte, gab es erneut einige Kritik, und so ließ Drotschmann auch das zweite Video entfernen und hat sich seitdem kaum noch zu dem heiklen Thema geäußert. Ja, das ist eine blöde Sache. Nummer 4 und Deutschlands wohl bekanntestem Streamer. Ich bin sehr gespannt, was der schon wieder gemacht hat. Vor ein paar Monaten sorgte Monte für einen Skandal, der sogar im Ausland Schlagzeilen machte selbst seine eigene Community sehr stark verurteilte. Und zwar bewarb der Streamer ein Giveaway, bei dem man NFTs, also einzigartige, nicht kopierbare digitale Inhalte gewinnen konnte. Konkret ging es um Bilder von Affen im Cartoon-Style, die Monte zusammen mit einer Firma verlost hatte. Neben einer neuartigen Kryptowährung waren vor allem die NFT-Bilder der Affen der Grund für einen riesigen Aufschrei auf Twitter. Warum? Denn nicht nur die Seriosität der Aktion wurde von vielen angezweifelt, vor allem die Symbolik eines der NFTs war ziemlich grenzwertig. Und prangte auf dem Arm eines der Affen eine Binde mit einem Hakenkreuz. Ein solches Bild...
Das ist ja auch so eindeutig, zweideutig die Person, die ja auch damit gemeint ist. Zu verlosen ist nicht nur an der Grenze des Legalen, es erschien vielen Nutzern auch als extrem geschmacklos. Doch auch die erste Reaktion von Montana Black auf Twitter nie so gut war bei ihm. Nicht besonders bedacht. Statt sich umgehend zu entschuldigen, erklärte Monte, dass das zur Historie dazugehört und dass nur deshalb, Zitat, nicht gleich jeder stramm steht und Adolf grüßt. Und nur weil es irgendwie mal irgendwo ein Hakenkreuz zu sehen ist, macht nicht jeder gleich salutiert, still, stramm und grüßt Adolf. Das ist Schwachsinn, Digga. Das ist sehr, sehr grenzwertig. Egal ist, was die gesamte Öffentlichkeit von ihm hält. Auch wenn ihm die Aktionen inzwischen wieder viele verziehen haben, so zählt dieser... Mir kommt es schon vor, als ob dieser Mann alles machen kann. Wirklich, also es fällt nicht mal... der fotografiert irgendwelche Leute am Balkon. War ein großer Skandal, er macht dann kurz ein Erklärungsvideo und passt. Haben die Leute vergessen, jetzt das wieder, haben die Leute vergessen. Also ich denke, der kann sich so gut wie alles erlauben. Und irgendwie verzeihen es ihm die Leute eigentlich immer. Kommt mir ehrlich gesagt so vor. Zu einem der größeren Ausrutscher, die sich Deutschlands beliebtester Streamer bisher geleistet hat. Kommen wir als nächstes zu einem Skandal, in dessen Mittelpunkt zwar einer der größten deutschen YouTuber stand, allerdings nicht, weil er den Skandal verursachte, sondern weil er ihm vom Opfer fiel. Die Rede ist von dem kuriosen Hackerangriff auf April für Stimmt. Ausgerechnet am Ostermontag, dem 18. April diesen Jahres, ereilte Bam nämlich eine... Ist gerade mal einen Monat her, circa. Freunde teilten ihm mit, dass mit seinen YouTube-Kanälen irgendetwas nicht stimme. Genauer gesagt wurden alle seine Kanäle, also Julian Bam, Boolean Jam und Juckt mich nicht, mit insgesamt 8 Millionen Abonnenten scheinbar gehackt. Die Kanäle waren auf einmal umbenannt, alle Videos waren gelöscht und Julian Bam hatte selbst kein West auf die Channels. Nach diesem Schock leiteten er und sein Team dann alle Maßnahmen. Die haben ewig gebraucht, das habe ich auch mitbekommen. Die haben richtig lang herumgearbeitet mit YouTube und, dass man das alles wieder zurückstellen kann. Da gab es doch noch Leute irgendwie, die keine Ahnung, sich die ganzen Videos runtergeladen haben, um noch mehr Kohle zu machen, sich selbst die Videos hochgeladen haben, was natürlich komplett unnötig war. Aber dennoch, die haben da wirklich lang herumgedoktert. Auf die Accounts zu bekommen, allerdings vergeblich, denn nach nur kurzer Zeit kam es noch schlimmer und die Kanäle wurden sogar endgültig gelöscht. Für Bam begann dann ein Albtraum. Über mehrere Tage und Nächte versuchten er und sein Team die Kanäle wieder herzustellen. Das hat er ihm auf Instagram auch bekannt gegeben. Sie nahmen mit YouTube Kontakt auf und begannen auf eigene Faust zu ermitteln und kamen schließlich zu der Erkenntnis, dass sich ein Netzwerk aus kriminellen Hackern Zugriff auf die Kanäle verschafft hatte, um so eine betrügerische Masche abzuziehen. Wir wurden gehackt, richtig mies gehackt, und das Ganze hatte so viele negative Konsequenzen für alles, was wir hier auf dieser Plattform gemacht haben. Und es war die Hölle, es war wirklich die reinste Hölle. Die Kanäle wurden nämlich umbenannt in ARK Invest. ARK Invest ist der Name einer Investmentfirma, um die berühmte Fondsmanagerin Cathy Wood. Hat die was damit zu tun? Mit extrem hohen Gewinnen Aufsehen erregte. Auf den umbenannten Kanälen hosteten die Hacker dann gefakte Livestreams mit Cathy Wood und teilweise auch Elon Musk, die Zuschauer dazu verleiten sollten, Geld und Kryptowährung an dubiose Adressen zu senden. Die Hacker nutzten also die Reichweite. What the fuck? Julians das macht Kanälen, nicht mal Sinn. Um so eine Krypto-Betrugsmasche zu bewerben. Nach kurzer Zeit verwischten sie dann ihre Spuren, indem sie die Kanäle endgültig löschten und damit Julian Bams YouTube-Karriere auf einen Schlag zu vernichten. Das ist nicht erst schön. Erst nach tagelanger Arbeit und Verzweiflung schaffte es Julian Bam dann in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von YouTube-Mitarbeitern, die Kanäle wieder herzustellen. Leider fehlen bis heute aber immer noch einzelne Videos und teilweise auch Hunderte von Kommentaren unter den Videos, die wohlmöglich für immer gelöscht wurden. Ja, das ist... Gott sei Dank kann man sagen, sind die Kanäle und auch die Abonnenten und so weiter alle wieder da, weil ich meine, das ist ein Lebenswerk oder von dem ganzen Julian Bam Team, die haben da jahrelang mega dran gearbeitet und das wäre natürlich die totale Katastrophe gewesen, wenn da nichts jetzt mehr da wäre.
Bei einem YouTuber, der bereits einige große Skandale hinter sich hatte. Siemens. Und zwar Simex. Doch macht eine Aktion ist selbst für den so kontroversen YouTuber etwas gar nicht heftig. Mehr. Denn dieser hat zu Beginn der weltweiten Pandemie ein Video hochgeladen, das einfach nur viel zu weit ging. Dort spielte er nämlich zusammen mit einem Fan Fortnite, der angeblich nur noch wenige Tage zu leben hatte. Angeblich wäre er schwer erkrankt am Coronavirus. Das ist einfach. Einer seiner größten Wünsche wäre, zusammen mit Alles gefaked. Fortnite zu spielen. War alles gut? Die emotionale Story glaubten tatsächlich einige Zuschauer. Eine Front oder so, aber das ist, da habe ich, hatte nie viel Respekt von diesem Jungen. Aber gerade mit seinem scheiß Video, gerade mit seinem Drecksthema, dann noch so ein Drecksvideo drüber zu machen, wo alles gefaked ist, wirklich. Alles gefaked und das verstehe ich nicht, warum ich so eine Sau bin, so aus so einem Dreck Geld zu machen. Ich meine, es ist lange her, es ist Gras drüber gewachsen, dennoch ist es einfach respektlos und unnötig und ja, es ist Clickbait. Trendete. Letztendlich stellte sich jedoch heraus, dass alles vollkommen fake war. Ich muss dir noch eins sagen. Ich hab dich komplett hochgenommen. Ich hab gar kein Corona. Der Fan war weder krank, noch lag er im Sterben. Und so erhielt... Ja, genau. Und er hat sich gedacht so, obwohl es alles fake ist, ja, lade ich das wieder trotzdem hoch, mach trotzdem das Thumbnail, mach trotzdem die Bio, obwohl er eigentlich wusste, nach der Aufnahme schon, dass alles fake ist. Simex massiv Kritik. Nicht nur von Zuschauern, sondern auch Streamer wie Unge oder Montana Black verurteilten den YouTuber für diese Aktion. Ja, das muss man auch. Bevor wir zum letzten Skandal kommen, wollen wir als nennenswerte Erwähnung noch auf eine YouTuber-Aktion eingehen, die im letzten Jahr ein riesiges Medienecho und sogar einen öffentlichen Gerichtsprozess verursachte. Die Rede ist von Marvin Wildtages wahnsinnigem Experiment. Der YouTuber aus Berlin hatte nämlich für eines seiner Videos mit versucht herauszufinden, wie leicht es ist, sich einen Doktortitel zu ergaunern. In seinem Video dokumentierte er, wie er sich mit Hilfe eines Profi-Hackers eine Doktorandenurkunde fälschte und dann damit ins Bürgerbüro stolzierte. Dort konnte ein Hacker hat das in Photoshop gemacht, okay? Die Sachbearbeiterin tatsächlich davon überzeugen, den vollkommen ausgedachten Doktortitel in seinen Personalausweis einzutragen. Das ist wirklich Dr. Marvin Wildtage in meinem offiziellen Perso steht. Allerdings 96 geboren. Üble Konsequenzen. Nach Veröffentlichung seines Videos wurde er nämlich angeklagt und wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe verurteilt. Dennoch ist der wahre Gewinner in diesem Fall wahrscheinlich trotzdem Marvin Wildtage, da er eiskalt vorführte, wie leicht die deutschen Behörden auszutricksen sein können. Zu guter Letzt kommen wir nun zu dem... Ein Wahnsinn, dass das wirklich möglich ist. Ich meine, alleine, dass er, keine Ahnung, 1996 geboren und dass der, wie alt ist er? 96 geboren? Also, dass er mit 26 einen Doktortitel haben soll, ist halt schon sehr gewagt. Ich meine, es gibt sicher Leute, die das geschafft haben. Aber dennoch, ich meine, mit 26 einen Doktortitel haben und dass die dann das noch akzeptieren und ausfüllen, finde ich schon ziemlich, sehr lustig. Der am Anfang des Videos schon angedeutet wurde, nämlich zu den Enthüllungen um Finn Kliman. Aber ganz von vorn. Finn Kliman war jahrelang ein absoluter Vorzeige-YouTuber. Er war bekannt als ein unterhaltsamer und sympathischer Allrounder. Seine Heimwerker-Videos erreichten Millionen von Menschen, seine Musik war beliebt und er kam ständig mit neuen und innovativen Projekten um die Ecke, bei denen es immer um den guten Zweck ging. Bei all diesen Dingen verkörperte Finn stets mit großer Selbstverständlichkeit seine Ideale. Okay. Menschenliebe und Lebensfreude statt Profitgier, Transparenz und Authentizität statt Marketing und PR. Aber diese Fassade sollte irgendwann bröckeln. Anfang diesen Jahres begann die Redaktion vom ZDF-Magazin Royal um Jan Böhmermann, nämlich Finn Klimans Saubermann-Image, genauer zu hinterfragen und seine wahren... Warum kommt ein TV-Sender drauf, das zu hinterfragen? Stelle ich mir mal die Frage, ich meine, geht die eigentlich auch nichts an. Aber ich bin sehr gespannt, inwiefern man
Machenschaften aufzudecken. So kam ans Tageslicht, dass Finn Kliman gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Tom Ilbruck einige betrügerische Sachen abgezogen hatte. Während der Corona-Krise hatten die beiden nämlich Masken im großen Stil verkauft, teilweise auch als Großhändler an dem Online-Shop About You. Dabei hatten sie es stets so aussehen lassen, als seien diese Masken allesamt aus Textilfabriken in Portugal, in denen die Mitarbeiter fair bezahlt werden würden. Und nur die besten Stoffe zum Einsatz kämen. So ergaben sich happige Preise von bis zu 12 Euro pro Maske. Durch und in Möglichkeit haben sie das in China hergestellt, oder? Und einigen Kollegen kam dann in Bangladesch heraus, kann ich ab sofort 1 Million pro Woche bekommen. Stammten. Falls der Bedarf steigt, hier könnten die Story die Herkunft der Masken am besten passen. Oh die eigentlich Gott. Unter extrem menschenunwürdigen Bedingungen produziert wurden. Und gleichzeitig haben sie sich immer wieder dafür gefeiert. Wie geil sie die Krise zu ihrem eigenen Nutzen ausbeuteten. Aber es kam sogar noch extremer. Sie wollten nämlich bewusst keine Masken einsetzen, die einen medizinischen Schutz versprechen könnten, um nicht in Konflikte mit dem Gesetz zu kommen. Geil ist immer ohne Filter und so, weil dann hast du so einen medizinischen Ansatz. Wir brauchen also immer ohne medizinische Zertifizierung. Eine Tatsache, die zeigt, dass es ihnen nie wirklich um die Gesundheit oder Sicherheit ihrer Kunden ging, sondern nur um deren Geld. Als sie außerdem eine Lieferung von 100.000 defekten Masken erhielten und nicht wussten, wie sie diese verwerten könnten, setzten sie eine große Spendenaktion auf und spendeten die Masken an Flüchtlinge. Mit ihrer Art, die Krise zu ihren Gunsten auszunutzen, machten Kliman und sein Kollege 2020 ganze 10 Millionen Euro Umsatz und wahrscheinlich auch jede Menge Gewinn. Etwas, was Kliman wohl ohne ein paar Enthüllungen niemals zugegeben hätte. Nee, ich hab nie Geld. Also ich privat hab sowieso nie Geld. Übrigens waren das nicht nur alle problematischen Aktionen, die über Finn Kliman aufgedeckt wurden. Neben dem Maskenskandal betreibt er nämlich außerdem ein äußerst fragwürdiges Projekt, das als solidarische Ferienwohnungsvermietung beworben wird. Darüber hinaus wurde ihm schon mehrere Male ein schlechter Umgang mit seinen Mitarbeitern vorgeworfen. So hat Kliman teilweise unbezahlte Arbeitskräfte bei seinen Projekten eingesetzt und auch sonst für miserable Arbeitsbedingungen gesorgt. Spätestens seit diesem Jahr ist also offenkundig, dass Kliman nie der Mann von hoher Integrität war, der er vorgegeben hat zu sein. Aber schreibt uns doch mal in die Kommentare, was eure Meinung zu Finn Kliman und den ganzen Enthüllungen über ihn ist. Wir sind doch mal gespannt. Mann ist. Ach, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zieht euch auch mal dieses Video von uns über YouTuber rein, die ihre Karriere ruiniert. Ich kannte ihn vorher nicht, aber trotzdem, das ist wirklich schweinerisch. Also alles, was man gerade mit diesem Corona, ich meine, die Welt war im Ausnahmezustand, die hatten Angst, die Leute und so weiter. Und dass man da Profit draus schlägt. Ich meine, es ist bekannt, dass auch manche Politiker und, also auch sich da richtig berechnet haben, gerade mit Masken und so weiter. Aber trotzdem, ich meine, so hinters Licht führen. Ich finde das echt eine Schweinerei. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert gerne den Channel kostenlos und lasst doch gerne einen Daumen da. Schaut gerne auf ist_tobi auf TikTok vorbei. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao.